Hey ho, willkommen in einem weiteren Part von Stardew Valley. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ich im letzten Part schon erwähnt habe, werden wir mit der Mine starten. Weil, wie wir schon in den letzten Part bemerkt haben, benötigen wir, um halt unsere Ausrüstung verbessern zu können, wieso ist jetzt auch immer die Treppe da oben, aber egal, brauchen wir halt Kohle und selbstverständlich Kupferbarren. Die Kohle natürlich für Gold, nicht Spaß. Wir brauchen Kupfer, unseren Boy hier Kupferbarren herstellen lassen zu können. Kupfererz ist auch ganz gut, das werden wir auch benötigen. Allerdings, okay. Ja, wir brauchen definitiv, um eben unsere Waffen bzw. unser Equipment zu verbessern, brauchen wir Kupferbarren vorerst. Ja. Ich brauche mindestens wahrscheinlich für jedes Item, was ich besitze, 5 Kupfererz, Kupferbarren. Und das ist dann schon eine verdammte Menge. Und deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir auch Kohle finden. Und ein bisschen was an Erze finden. Darüber hinaus versuchen wir auch, ja. Komm so mal her, du. Da, jetzt doch. Schleimkätzchen! Aua, das hat mich gehauen. Boom. So, wenn ich es aber wüsste, wie es am besten die Kohle hier aussieht. Wahrscheinlich einfach nur mal Steine killen. Aber wir gehen trotzdem mal Etagen tiefer, weil wir tatsächlich auch noch die Mission haben, hier bis Ebene 5 zu kommen. Aber wir sind jetzt, glaube ich, erstmal auf Ebene 3 oder so. Hey, chill. Chill, mein Freund, chill. Komm. Guter Boy, ganz guter Boy. Hier haben wir ja Kupfer. Gönn ich mir. Nee. Tschakka. Was zum. Alles klar. Okay. Verdammt. Naja, ob es was hilft, weiß ich nicht, aber was man findet, muss man halt nehmen. Scheiße, kriegen wir echt um was. Kann man hier irgendwas runtersetzen? Nö. Das ist aber schlecht. Wir können ja weitere Steine sammeln. Ah, gut, da haben wir es ja schon. Jetzt kommt der Boy wieder. Boah. Mein Weg getan. Na, geht doch. Noch mal Zeit. Dass man Kohle nicht erkennt, ist ein bisschen blöd. Das ist blöd, tatsächlich. Really? Okay. Ja, mit dem Tafel. Oh, da haben wir Kohle, glaube ich schon, oder? Ja, nice. Sehr schön. Und da haben wir die nächste Etage. Hey, das war eine linke Nummer, mein Kleiner. Okay. Alles klar. Why not? Erste Schritte fertig. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann deine Saat auf diese Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanzen zur Ernte herangewachsen sind. Das habe ich ja schon. Gut.
Was habe ich noch für Informationen? Tiere aufziehen. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden der Stadt. Im Gegenzug für Materialien und Geld baust du die neue Gebäude auf deinem Hof. Mit ihrer Hilfe kannst du einen Hühnerstall oder einen Stall bauen, damit du Tiere züchten kannst. Das ist das, was ich brauche. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben einfacher machen. Eine Vogelscheuche zum Beispiel wird Krähen davon abhalten, sich an deiner wertvollen Ernte zu vergreifen. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Sieht so aus, als würde der Lift in den Minen immer noch funktionieren. Mit ihm kannst du schnell zu allen Lifttüren gelangen, die du entdeckt hast. Eine tiefere Expedition wäre vielleicht angemessen. Erreiche Ebene 40 in den Minen, was? Okay. Gut. Das wird noch eine Heidenarbeit. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nicht mehr zur Schmiede, weil die hat nämlich zu. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Würde sagen, wir. Solange wir noch ein bisschen Energie haben, werden wir. Was haben wir denn hier? Oho, hallo, hallo, hallo. Oh. Warte mal, ist nicht der Arzt? Oh. Ich will eigentlich nur einer Frau da Geschenke machen. Das ist nämlich diese nette Dame hier. Epigail. Naja, gut. Ja. Aber ich habe keinerlei Ahnung, was man ihr dafür Geschenke machen kann. Na, 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 na. Oh, okay. Den Laden kann ich vergessen. Die Epigail ist. Was haben wir denn da? Guten Tag. Das ist eine gute Einstellung. Eine richtig gute Einstellung. Da freut mich, dass sie so denken. Was haben wir hier? Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir Kupferbahn bringt. Hayley. Hayley wird dankbar seinen Antrag, den Auftrag annehmen. Tatsächlich. Das Problem ist, wo ist jetzt die Hayley? Da, 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 da. Wo sind die jetzt? Oh, Abwasserrohr, okay. Hayley. Hayley. Emily und Hayley ist da unten. Aber ob ich da noch reinkomme, das weiß ich nicht. Hallo, ist hier jemand? Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Aha. Lieferung. Suche nach einem hübschen jungen Mann, der mir Kofferbahn bringt. Hayley. Hayley wird dankbar sein. Hayley ist sehr dankbar. Oh. Okay. Wie sieht's aus mit der Hayley? Ich hab jetzt nicht irgendwie. Moment. Moment. Da. Oh shit. Ja. Yeah. Aber ich habe ihren Auftrag erfüllt. Das ist die Hauptsache. Mein schöner Kupferbahn. Es war mir eine Ehre. Aber gut. Jetzt gehen wir zurück zur Farm. Ich glaube, mit der netten Dame hier kann man nämlich gar nicht mehr reden. Das ist dafür zu spät. Ja. Oh, ich hasse diese Zeit, diesen Zeitdruck. Ah, oh, Gott. Aber gut. Wir haben jetzt erstmal einige Steine gesammelt. Tatsächlich. Und ja, gut. Kupferbarren. Kupfererz ist jetzt nicht so berauschend. Problem wird halt sein, die Kohle zu kriegen. Haben jetzt zwar vier, aber naja. Das da rein, dann können wir mal gucken. Schmeißen wir selbstverständlich mal den Ofen an. Oh, der macht sogar direkt mehrere. Okay. Warte mal, Moment. Ein Kohle und fünf verdammte Kupferbarren? Oh, Jesus. Das ist nice, das ist wirklich nice. Aber ich krieg nur einen Bahn raus, wow.
Nein. Okay. 5 Kupfererze sind ein Kupferbarren. Haben wir das auch gelernt? Wow. Ich bin so gut. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir tatsächlich noch mal ein bisschen hier was ab. Damit wir ein bisschen Felder frei haben. Okay. Sollen wir ein bisschen hart sein? Warum auch nicht? Tschakka. Oh yeah. Was soll denn hier? Achso. Hä? Die Energie dreht relativ schnell runter, muss ich feststellen. Baum fällt. Holz, 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 Holz. Holz, Holz. Ich will mein Holz haben. Gib mein Holz. Danke. Check your ass. So. Was ist denn da so ein Kack? Ist der Baum oder was? Na gut, aber den Baum kann ich dann nicht mehr abfällen. Dafür reicht meine Energie leider nicht aus. Ich habe aber gemischtes Saat, das ist sehr gut. Das machen wir dreimal bewässern, so wie ich das gehört. Und alles andere tun wir dann mal wieder hier rein. Was kann man mit Fasern machen? Naturgut. Rohes Material, das von Pflanzen stammt. Eine Flüssigkeit, die aus Bäumen gewonnen wird. Minus 2 Energie. Alles klar. Soweit. Ups. Selbstverständlich ins Bett gehen. Wir wollen ein bisschen Nickerchen machen. Jesus. Es gibt ja 420 Öcken. Gold. Nice. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Alright. Wir sind reich. Würde ich gerne sagen. Sind wir aber leider nicht. Wir haben Briefe. Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei. Ja, ist klar, Robin, ist klar. Was haben wir denn noch da? Achso, ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteuergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Habe ich nicht schon 10? Oh, nee, das noch nicht. Das lässt sich ändern, Leute. Huch. Aber erstmal bewässern wir hier alles, ne? Weil wir wollen ja, dass alles schön wächst und gedeiht. Wir brauchen ja Money, Leute. Money, Money, Money. So. Nochmal gerade die Gießkanne auffüllen. Wupp. Dann legen wir das da rein. Was mache ich jetzt? Moment. Aufnahme. Wenn du 10 Steine erledigt hast, kannst du dir einen Platz in der Abenteuergilde verdienen. 0 von 10. Wie man Freunde gewinnt. Mach jemand einem Geschenk. Tiefer in die Mine. Fortschritt. Erreiche Hofarbeitsstufe 1. Tiere aufziehen. Baue einen Hühnerstall. Ach, ich merke gerade, ich habe, glaube ich, mit allen Leuten jetzt geredet, tatsächlich. Na gut, bis auf den Boy hier unten. Organisieren, okay. Wir gehen jetzt erstmal zur Hayley. Ich glaube, das Problem ist aber, dass wir sie noch nicht erreichen können, weil noch keine 7 oder beziehungsweise keine 8, 9 Uhr ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir. Nee, nicht Hayley, Abigail. Na, solange die Abigail noch nicht da die Tür auf hat, machen wir ein bisschen die Farm sauber. Und die Bäume mal ein bisschen weggehen. Beziehungsweise wegkommen. Wir sind ja wirklich penetrant, die Bäume hier. Und selbstverständlich die Stein wegmachen hier. Ne? Na, komm schon. Hey, das ist jetzt so cool. Na gut. Hätte ich vielleicht in eine andere Richtung zerstören sollen.
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder was ist denn das? Ach, oh du Scheiße. Was ist denn das? Was zum Henker ist denn das? Die Bäume sind ziemlich penetrant. Baum fällt. Weiß man natürlich erst einsammeln. Krieg ich den Baumstumpf hier überhaupt weg? Oder muss ich dafür diese Kirschbomben oder was da war? Ah, okay. Das kann ich noch gar nicht abbauen. Danke. Oh, wir haben schon 9 Uhr, das ist sehr gut. Baumfeld. Jede Menge Holz. Nice. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir eventuell was finden, was für die Epigale ganz gut ist. Kohle gefunden. Während wir auf dem Weg dahin sind, ne, wir informieren uns erstmal, nachdem ich mal gerade die Saat hier eingepflanzt habe. Das ist ja Bullshit, wenn ich hier dabei habe. So. Jetzt informieren wir uns ein bisschen über die Epigale. Vielleicht finden wir irgendwas heraus, was sie mag. Wäre nämlich gut zu wissen. Und darauf kann man dann hinarbeiten. Oh. Was nu? Oh, hallo. Hallo Bürgermeister Louis, was kann ich für Sie tun? Aber was machen Sie hier so einsam und verlassen? Was für ein Schandfleck. Und was ist das? Eine Schule? Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan, oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an, es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Ja, verständlich. Aber lassen wir das, ich klinge wie ein alter Trottel. Es liegt wieder daran, dass du alt bist. Der Jaja-Konzern drängt mich schon länger an dieses Stück Land an, sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Jaja-Konzert holt, werde ich es einfach verkaufen. Hier, lass uns reingehen. Cool, was sind das? Was ist das? Vincent und Jazz müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Was ist das? Was? Ein Geist? It's magic. Was ist los? Ist dir schlecht? Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. was ist los bei dir, Junge? Komm wieder runter. Ich mache mir Sorgen um dich, Bloody. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ja, aber Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Alles klar, man lässt mich jetzt in einem Spukhaus alleine mit. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genau unter die Lupe nehmen. Okay, ab zu Epigale. Ich bin sogar direkt da. Warte mal, war das bis hier? Ja, das ist es. Damals aus. Oh, ja. Epigale, wo bist du?
Achso. Aber hier komme ich nicht rein. Oh, hey, du gönnst dir eine Pause von der Arbeit? Natürlich, Puppe. Scheinbar kann ich hier kein Geschenk machen, kann das sein? Ist aber nicht toll. Was ist denn das? Rucksackverbesserung. 24 Plätze kaufen, oder nicht? Na gut, kann ich nicht kaufen, hab kein Geld dafür. Ich hab leider kein Geld dafür. Okay. Wieso muss das alles so teuer sein? Was ist los bei euch? Ja, ich weiß eine Menge über die Leute, die hier leben. Das ist sehr interessant. Das ist einer der Vorteile, Barkeeper zu sein. Manchmal höre ich zu viel. Reden Sie mit mir, ich will mit Ihnen reden. Ich liebe Tiere, Herr Bloody. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Oh ja, das werden wir. Hallo, könnten Sie? Hallo, ich muss hier mal durch. Danke. Warte mal, wann macht die Kneipe nochmal auf? Wann macht sie auf? 12 Uhr, das ist perfekt. Dann gehen wir nochmal zur Kneipe. Weil der gute Boy hier hat ja eine Information dagelassen, dass er einige Informationen gesammelt hat. Warte mal, was hat er denn hier? Rattenproblem. Muss er suchen das Gemeinschaftszentrum. Das machen wir aber später. Lassen Sie mich rein. Bitte. Kommen Sie schon. Ich bin Ihr bester Freund. Lassen Sie mich rein. Ach, Dreck. Mister, jemand hat ihn an die Wand geschissen. Könnten Sie mal... Oh. So, was haben wir denn hier? Nein. Ich will eigentlich... Rezepte. Pizza! Brot. Was? Pizza? Ich wollte schon sagen. Kartoffelpuffer. Hallo Bloody, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist wie immer herzlich willkommen. Aber es ist keine Information, die ich halt wissen will. Also, ja. Okay. Man kann sogar Kartenspiele spielen? Ist ja cool. Nein. Machen wir nicht. Das ist immer blöd. Wieso gibt ihr mir keine Informationen? Hallo, schön. Informationen. Dann kaufe ich mir auf jeden Fall mal ein Kartoffelrezept. Kartoffelpuffer-Rezept. Sammlung. Artefakte, habe ich noch nichts. Mineralien, noch gut ein paar. Kochen, durfte ich auch noch nichts haben. Und was ist Erfolg, habe ich auch nichts. Options, nö. Hab nichts Besonderes. Man die Bords-OP. Ich kann hier rein. Nice. Ich hab Freunde. Kann ich hier rein? Gegangen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ist nicht gut zu wissen. Also nicht gut. Man will wissen, was man da braucht für die Frau und dann kann man nicht so irgendwo Blumen abzapfen, aber selbst das geht nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall muss ich diesen Part jetzt beenden. Wir haben nämlich die 20 Minuten schon längst rum. Deswegen werde ich jetzt... Ich will aber nicht schlafen, ich will nur speichern. Nee, will ich nicht. Ich will nicht. Na komm, machen wir es einfach. Bleibt ja nichts anderes übrig. Level Up. Sammeln Stufe 1. Axteffektivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept. Wilde Saat. Frühling. Neues Herstellungsrezept. Müsli-Riegel. Nice. Nicer Scheiß. Es ist gespeichert und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis denne. Ciao.